Servus, servus, servus und herzlich willkommen zu einem Part von Terranigma. Wir sind stehen geblieben im Nixon-Turm und müssen, ihr seht schon, einen Boss besiegen. Einen, der ziemlich simpel ist. Ups, ich hab mich getroffen. Wir müssen, aua, von Valley im Flug getroffen. Nerv nicht. Diesen rosanen, pinken von Valley im Flug getroffen. Pinken Fisch erwischen. Von Valley im Flug getroffen. Du gehst mir auf den Sack, Valley. Na komm. Bumm. Gewonnen. Als die Aura des Todes den Nixenturm wieder freigab, setzte das Flüstern der Nixen wieder ein. Wie gesagt, ein ziemlich simpler Boss, ihr habt's gesehen. Der kann nichts. Er konnte nie was und er wird auch nie was können. So, das war's. Unsere Aufgabe hier ist erfüllt. Wir haben quasi die Nixen zurückgeholt. Was das zu bedeuten hat, werdet ihr noch sehen, weil wir kommen nicht nur ein Schiff, sondern das hat auch Story-relevant seinen Grund. Da sind sie. Hallo, meine Hübschen. Mal schauen, wo Ariel ist. Hallo, du hast eine Krone, du bist bestimmt die Chefin. Na, na. Eins war ich auch. Nee, auch nicht ein Mensch. Ich wollte meinen Verlobten in Liberica besuchen. Dann kam der ein Sturm. Und das Schiff versank in den Fluten. Als ich erwachte, war ich eine Nixe. Tust du mir einen Gefallen? Bitte bring diesen Ring zu Servas bei den Great Lakes. Sag ihm, dass wir bald wieder zusammen sein werden. Genau das hat nämlich diesen story-relevanten Grund. Ihr erinnert euch bestimmt noch nördlich von Seeheim an diese Höhle. Wo ich gesagt habe, die brauchen wir nicht betreten, es lohnt nicht. Jetzt lohnt es. So, denn der Verlobte hat bisher den Weg versperrt und wir werden hier erstmal uns die Nixen anzuholen. Wupp, 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 wupp. Hallo, und ist ja gut, ja, 12. Mal so eben 12, ist hier auch nicht voll übertrieben. Aber das kann uns völlig egal sein. So, jetzt muss ich mal gucken. Bla 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 bla. Gut, ich dachte eigentlich, irgendwie gibt es hier noch das ewige Eis, bla bla bla. Gut, dann haben wir hier, hallo, hab Dank, bla bla bla. Ist egal, wir kriegen Wasserzauber. Das Gespräch ist relativ unwichtig mit dem Brabbeln. Jedenfalls sind wir jetzt hier fertig. Die hübschen Damen verziehen sich. Und jupp. Wir können raus. Hier hält uns nichts mehr. Wir holen uns jetzt unsere Belohnung ab. Unser Schiffchen. Tschukka tschukka tschub tschub. Ne? So. Dank deiner Hilfe ist mir wieder sicher. Ein Seemann hat sein Versprechen. Dieses Schiff gehört nun dir. Yay. Mich erhält ein Schiff. Wir fragen uns natürlich nicht, wie er es schafft, ganz alleine ein Schiff zu fahren. Das tut ja nichts zur Sache, aber okay. Jupp, mhm. Wir sind von unten Captain Michi. So, das werden wir direkt ausnutzen. Rein, wupp. Yay, Schiffchen, tuk, 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 tuk. Und jetzt werden wir uns auf eine... Ah, wie nenne ich's? Erkundungstour begeben. Wir werden jetzt story-relevant noch nicht weitermachen. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen, wie soll man, erforschen. Und noch ein paar Sachen machen. So von wegen Ausrüstung, Städteentwicklung etc. Wir gehen zuerst nach sehr mir oben ist der Great Lake. In die Höhle. Gehen wir aber, ich denke mal, frühestens im nächsten Part. Damit wir Bescheid wissen, vielleicht sogar eher im übernächsten, weiß ich nicht. Mal gucken. So, wir gehen hier rein. Hallo. Und heben das hier auf. Michael Blech. Das können wir... Wo können wir das abgeben? Ich glaube in Aloha. Was wir natürlich selbstverständlich auch sofort tun werden. Hier werden wir nicht reingehen in die Stadt. Unser nächstes Ziel. Mal schauen, wo gehen wir als nächstes hin? Mal überlegen.
Ich würde sagen, unser nächstes Ziel ist England. Beziehungsweise Großbritannien, da waren wir auch noch nicht. Da werden wir jetzt als nächstes hingehen. Das Monster von Loch Ness erwartet uns nämlich hier. Nein, tut es nicht, Sir Nonsur Fitz. Hallo, so, wir suchen uns unser Gemälde raus, was uns der Herr Werte Marcel einmal gegeben hat. Jupp, ausgerüstet. Vielen Dank. Und dieses können wir hier verticken. Hallo, Sir Fitz. Was ist das für ein Gemälde? Ein Hund, bla bla bla. Der Preis spielt keine Rolle. Es gehört dir. Aus Luire, ich hänge es gleich auf. Hab meinen Dank. 1000 Taler. Bitte. So, Pflicht erfüllt. Unser nächstes Ziel. Ich rüste schon mal das Blech aus. Obwohl, nee. Wir gehen noch nicht nach Alor. Wir werden erst einmal kurz einen Abstecher nach Afrika machen. Sonst ist der Weg doppelt gemacht und das ist Bullshit. Alor werden wir gleich hier gehen. Hier können wir nämlich das Blech abgeben. Wir werden einmal hier runtergehen. Kapstadt. Haben wir hier einen Booster abstatten. Hallo. So, zum einen werden wir gucken hier. Ist hier, glaube ich, irgendwo genau da. Haben wir hier was? Wo wir ein bisschen was sammeln können. 1003 Taler. Warum es aussehen 1003? Also, weiß ich nicht. Aber hier haben wir nochmal 703 Taler. Da war es fertig. So, und nun werden wir hier reingehen in diese schöne Oase. Caravana. Dann, dann, dann. Ach, die Musik liebe ich. Oh, ist das schön. Ja, ich möchte was kaufen. Ja, ich möchte was kaufen. Warum bietet ihr mir nichts an die Köppe? Ja, ich möchte gerne kaufen. Ja, was bietest du an? Ja, dann gib mir auch mal Kohle. Ah, ihr seid doch scheiße, ey. Hallo. Komm, geht doch. Da werden wir zwei von mitnehmen. So, dann haben wir hier unsere Pflicht auch erfüllt. Jetzt gehen wir wieder zurück. Oder was heißt zurück? Wir gehen jetzt nach Alor. So, ab hier hoch. Und jetzt werden wir unser Blech abgeben. Und diesen Bergkristall, den wir gerade holen haben, den werden wir ebenfalls direkt abgeben. Ich hoffe, ich erwische das Richtige. Hier ist Bergkristall. Yep. Danke. Komm her, Quasseltyp. Komm her, wir haben keine Zeit. Bla 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 bla. Ist nichts Interessantes hier. Ist ein Kunstschmied, der möchte nämlich, ich glaube, eine Kirche bauen. Und das ist, glaube ich, für die Kirche. Genau, das ist, glaube ich, für die Kirchenfenster, soweit ich weiß. Dass der Herr das Blech möchte. Es geht um Öl, Sardinen und deren Lagerung. Hallo, was hast du da? Ja, das ist genau. Jupp. Jupp, überlasse ich dir. Bitte. Danke. Jupp, ich weiß, dass das fantastisch ist. Gerne doch. Ich bin ja hier der Städteentwicklermann und so, ne? So, auswählen die Kamera. Wir werden jetzt nochmal nach Loya gehen. Loya. Bum, bum. Bum, 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 bum. Bada, bada, bum. So, Loya hereinspaziert. Wir werden einmal Marcel besuchen. Der, ich glaube, hier drin ist. Oder? Nein, das ist Pierre. So, hallo Marcel. Yay, hör zu, jemand hat mein Talent entdeckt. Bla 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 bla. Ich bin glücklich. Yay, gern geschehen. So, dann haben wir es hier, glaube ich, geschafft. Hier müssten wir durch sein. Dann. So, jetzt muss ich überlegen, wo gehen wir als nächstes hin? Mal die Karte checken. Boah, wir haben viel. Wir haben richtig, richtig viel, Leute. Das errettet euch. Ja, wo gehe ich als nächstes hin? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir klappern einfach mal hier unten so alles nach und nach ab.
Wir sind durch Kapstadt gefahren. Ob das denn, wir sind durch das Dingen gefahren. Ist auch egal. Aber wir haben Australien, wir haben da unten den Südpol. Ja, das werden wir alles besuchen, denn da gibt es Kristalle, da gibt es Geld, da gibt es Truhen, da gibt es, ach, ich weiß nicht, was alles gibt. Arabien haben wir hier. Nur ich muss halt gucken, dass ich alles so nach und nach irgendwie hier verpacke. Jetzt gehen wir erstmal direkt in diese kleine Insel rein. Sehr schön. Duff, 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 da. Ich habe das Foto nicht abgegeben, fällt mir gerade ein. Egal, okay, hier ist zu. Hier kann ich auch gar kein Foto schießen. Hahaha. So, das ist doch alles. Die Turboschuhe. Damit können wir ganz, ganz schnell rennen. Die werden wir auch früher oder später brauchen, auf jeden Fall. Dauert noch ein bisschen, aber noch brauchen wir sie nicht. Und 378 Taler. So, dann sind wir hier durch. Nächste Insel, direkt hier unten. Wir fahren wieder durchs Land. Wupp, habt ihr gesehen? Ab hier rein. Und dann gucken. Gehen wir auf jeden Fall hier rüber. Hier ist nix. Ja, und da unten ist auch nix. Dann gehen wir hier oben hoch. Hier haben wir eine Tour. Ich glaube, da sind wieder Taler drin. Sind hauptsächlich Taler, aber ich kann euch garantieren, 1403 schon wieder eine 3. Diese Taler werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Da gibt es auch noch neue Rüstungen und wir holen noch mal ein Glücks-Elixier. Sehr schön, das hat sich direkt wieder gelohnt. So, unser nächstes Ziel. Können wir hier schon was machen, muss ich mal gucken. Jamay. Hier bin ich mir nicht sicher, ob wir hier schon was machen können. Muss mal gucken. Ich bin mir echt überhaupt gar nicht sicher. Okay, hier können wir noch nichts machen. Voll die Hightech-Stadt im Gegensatz zum Rest, wenn man mal bedenkt, so die Zivilisation zwischen dieser Stadt und denen von gerade, ne? Aber ja gut, das tut hier ironisch zur Sache. So, in die Stadt gehen wir gleich rein. Ich möchte vorher was anderes besuchen. Und zwar irgendwo hier unten. Wo hier ist das? Da! Ah! Polynesien! Gucke ich mal kurz, ob wir hier was haben. Und hier ist Polynesien nix. Wichtig ist alles klar, können wir direkt weg. Das ist ja einmal, falls ihr euch erinnert, durch den Mini-Dungeon. Haben wir das mal quasi zum Leben erweckt. Dann gehen wir jetzt hier hinten hin. Zu Neo Tokyo! So, das ist quasi. Ja, doch, klar, ich glaube, das ist Japan. Ne, Tokio. Eins und beiden, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch jetzt. So, wir können relativ viel machen. Zum einen werden wir hier Nudelwettessen machen. Drück abwechseln A und B, um die Nudeln zu essen. Yo, gegen den Nudelkönig. Hallo, Nudelkönig. Im Stehen kann ich mehr verdrücken. Das ist das ganze Geheimnis. So, jetzt werden wir hier Nudelwettessen machen. Und das heißt einfach ganz schnell A und B abwechselnd drücken. Ich mache das immer ziemlich simpel. Ich drücke die einfach gleichzeitig. Dadurch kann man relativ simpel gewinnen. Ihr seht schon. 16 zu 12, 17 zu 12, 18 zu 13, bla bla bla. Das werdet man ziemlich simpel gewinnen. Und ich kann euch raten, macht es zu dem Zeitpunkt, an dem ihr das Schiff gewinnt. Denn später gibt es einen Zeitpunkt, da werdet ihr dieses Wettessen nicht mehr machen können. Also besser früh als spät. 38 gewonnen, super. 38 Teller gegessen. Yo, da du dich. Wicked. Sieg auf ganzer Linie. So, damit sind wir unten fertig. Wir werden nach oben gehen. Und dann gibt es hier so ein kleines Easter Egg. Wir werden diesen Mülleimer hier besuchen. Hallo. Holt mich raus. Ich esse auch immer auf. Und sich erstmal denkt so, WTF. Oh, hey da. Hörst du mich? Bitte hilf mir hier raus. Helfen. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ein Boss. In einem dreckigen Kinderzimmer. Wer isst seinen Teller nicht auf? Ja, und jetzt haben wir hier so einen Geist. Der Aua, wer räumt sein Zimmer nicht auf? Ich. Aua, wer schläft nicht in der Nacht?
Oh, wie verschwenderisch. Ich werde dich später mit einem Fluch belegen. Willst du etwa baden? Gewonnen. Fertig. Gruselgeist verzieht sich. Und hier haben wir einen Huhn gerettet. Vielen Dank für deine Hilfe. Ein Geist hielt mich gefangen. Ich machte im Schlafraum ein Nickerchen als Silber. Jemand erhörte meine Hilfeschrei. Es war furchtbar. Wir programmieren Spiele für Nintendo. Gerade entwerfe ich ein Spiel, dessen Held wie du aussieht. Ich hoffe nur, dass es den Spielern gefallen wird. So, wir sind Quintet. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Titelbildschirm. Das sind die Entwickler von Terranigma. Wir haben hier quasi die Tonabteilung, das ist quasi der, ja, das sind quasi die Entwickler hier, Chef. Es ist äußerst echt ein interessantes Easter Egg, das muss man sagen. Hier haben wir Frösche, die die Grafik machen. Hallo, ich entwickle einen Katastrophalplan. Ja, und ja, da ist der Schlafplatz, die Programmierer, das sind ja alle solche Nerds, ne, sind ja alle so dreckig und so. Und ja, ziemlich witzig, muss man sagen. So, an sich haben wir hier aber nichts mehr. Hier uns hält quasi nichts mehr in dieser Stadt. Oben haben wir auch die Polizei gehabt. Wir haben hier irgendwo, ich glaube, einen Puff oder sowas ähnliches. Ich glaube, das ist... Wo ist das denn nochmal? Wenn ich das wüsste, wo dieser Ferkelladen nochmal war. Wüsste ich gar nicht. Was mir nicht... War das der hier? Aus Weg da, piss dich. Mal weg da, Gandhi. Komm, schleich dich. Ja, Wolke 7. Weiß ich Bescheid. So, ich würde mal sagen, das war's für diesen Part. Im nächsten Part geht unsere Weltreise weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser kleinen Welterkundungstour und seid auch beim nächsten Part wieder dabei, wenn wir weiter etwas erkunden werden. Und ich denke, beim übernächsten Part wird es dann mit der Story weitergehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao.